Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video möchte ich euch gerne eins von meinen eigenen Programmen vorführen, und zwar eine Oberfläche für den YouTube-Downloader. Wie der Name schon sagt, ist der YouTube-Downloader ein Programm, um Videos von YouTube und anderen Videoportalen herunterzuladen. Das Programm ist bei OpenSUSE in den Standard-Repositories eigentlich schon enthalten. Aber für den einen oder anderen ist das Programm etwas kompliziert, weil man es nur in der Konsole benutzen kann. Das ist zwar relativ einfach so gesehen, indem man einfach YouTube Downloader eingibt, YouTube DL, dann gibt man Optionen wie -t für Titel ein, sodass der Titel als Dateiname gewählt wird, und dann gibt man die Adresse ein. Das ist relativ einfach, aber der ein oder andere mag die Konsole halt nicht, weil es gibt hier ziemlich viele Optionen, die man auswählen kann, und das verwirrt vielleicht einen oder anderen. Deswegen habe ich eine Oberfläche dafür geschrieben in C++ und Qt. Also es sollte unter Linux eigentlich immer funktionieren. Und zwar, hier ist die Projektseite. Das Projekt ist noch relativ neu. Ich habe es jetzt in einer stabilen Version rausgebracht. Das heißt, es stürzt nicht mehr dauernd ab. Und es ist eigentlich relativ übersichtlich. Ich habe es auch installiert. Ich kann es euch mal zeigen. Es heißt Guide, wie Graphical YouTube Downloader. So sieht's aus. Wenn man jetzt hier mal sich das Programm anguckt, da ist ja ein Pluszeichen. Hier könnt ihr euch dann Einstellungen ändern, wie zum Beispiel den URL-Grabber. Der URL-Grabber ist eine Funktion, die es einem ermöglicht, die Links direkt aus der Zwischenablage herauszunehmen. Und zwar, ich kopiere das jetzt und kaum habe ich es kopiert, ist es schon hier enthalten. Das heißt, ich muss den Link nur kopieren und nicht mehr einfügen. Das geht natürlich auch, indem ich auf Einfügen gehe und hier die Adresse so eingebe. Muss aber nicht sein. Dann kann ich hier auch die Adresse entfernen. Ich wähle die aus, die ich entfernen will, klicke auf Entfernen. Über Hinzufügen kann ich natürlich wieder eine hinzufügen. Dann kann ich in den Einstellungen noch den Speicherort ändern und eine Downloadratenbegrenzung eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass es höchstens mit 20 Kilobyte runterlädt pro Sekunde, weil ich gleichzeitig noch ein Online-Spiel spiele, dann gebe ich hier halt 20K ein, was für 20 Kilobyte pro Sekunde steht. Weiter kann ich hier überprüfen, ob ich die aktuelle Version habe. 0.3 ist im Moment die aktuelle. Welche Version von YouTube DL ich installiert habe und ob FFmpeg installiert ist. FFmpeg brauche ich, um zu konvertieren. Und zwar könnt ihr nämlich mit dem Programm die runtergeladenen Dateien automatisch in ein anderes Format konvertieren. Zum Beispiel in MP3 oder OGG, WebM, was ein neues Format für Videos ist. Und der Standard für HTML5 Videos, daher in Webseiten eingebunden wird. Oder MPG, das klassische. Wenn ihr Original da stehen lässt, dann wird es so runtergeladen, wie es auf der Seite gespeichert ist. Zum Beispiel wollen wir jetzt hier aber eine Musikdatei runterladen, dann wählen wir MP3 aus, um dieses Video von YouTube, was Musik enthält, direkt nach MP3 zu konvertieren. Wir haben hier zwei Ladebalken, auf der rechten Seite ist der Download-Fortschritt. Und auf der linken Seite ist der Konvertierungsfortschritt. Falls Konvertierung ausgewählt ist, wird es benutzt, sonst halt nicht. Und dann können wir einfach mal Download starten. So, jetzt lädt es herunter. Das kann ein wenig dauern, je nachdem wie groß die Datei ist. Und wir sehen hier 2%, 3%. Das geht jetzt mit der Zeit. In der Zeit zeige ich euch mal diese Projektwebseite. Der Link ist übrigens in der Videobeschreibung. Falls ihr Entwickler seid, seid ihr gerne eingeladen mitzumachen. Meldet mir einfach oder schreibt mir eine Nachricht auf YouTube und dann adde ich euch als Entwickler, sodass ihr auch Code hochladen könnt und runterladen können die sich sowieso jeder. Hier unter Code. Dann seht ihr hier die Funktionen nochmal beschrieben auf der Seite. Screenshots von den Versionen. Das hier war die allererste. Dann hatte ich hier die zweite und jetzt die aktuelle. Es wäre nett, wenn ihr sagt, ja, das gefällt mir, das Programm, dass ihr vielleicht hier ein Review schreibt oder mich bewertet. Unter Files findet ihr die Dateien. Stable ist im Moment die aktuelle Version. Da findet ihr dann hier einmal die Source. Das muss man sich selbst kompilieren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas schwer. Ist aber auch ziemlich einfach beschrieben, wie das geht in der Datei. Für alle OpenSUSE-Users gibt es dann hier auch noch halt die Dateien als RPM, die einfach runterladen und schon installiert das Programm automatisch, einfach mit Apper öffnen. Dann könnt ihr, wenn ihr Probleme habt oder Bugs habt, hier unter Tickets ein Ticket schreiben. Falls ihr eine andere Sprache außer Englisch oder Deutsch beherrscht, weil so ist schon übersetzt worden, könnt ihr euch auch gerne melden, um das Programm zu übersetzen. Das ist sehr nett von euch dann.
Natürlich könnt ihr das Programm auch gerne weiterempfehlen an eure Freunde, Kollegen, Bekannte. Dafür bietet diese Seite auch schon Tweet, Google Plus und den Like-Button, um das halt auf den bekannten sozialen Netzwerken zu teilen. So, wir sehen jetzt hier, unsere Datei ist beim Herunterladen jetzt bei 75%. Das dauert noch ein bisschen, die ist ziemlich groß. So, die Datei ist jetzt fast heruntergeladen worden. Und 100. Jetzt startet der Konvertierungsvorgang. Das dauert auch nochmal ein klein bisschen, bis das konvertiert wurde. Und zwar seht ihr jetzt nicht, auf der linken Seite steht jetzt 0%, das ist in der Version immer noch drin. Falls ihr zwei Dateien habt, ist die erste fertig, steht da 50%, ist die zweite fertig, steht da 100%, also wenn alles fertig ist. Es wird jetzt keine Zwischenschritte angezeigt wie 1%, 2%, 3%. Das ist noch ein kleiner Bug, den ich noch beheben muss. Aber sonst läuft sie eigentlich schon relativ stabil. So, nachdem es dann konvertiert wurde nach einiger Zeit, steht dann hier auch die Meldung. Bestätigen wir einfach mit OK. Und dann ist ja alles wieder wie beim alten. Können das dann schließen. Und in unserem Ordner sollte dann jetzt... Okay, jetzt lädt es erstmal wieder. Sollte dann hier eine Datei sein. Und wir könnten sie jetzt anhören. So, wir sehen, es hat funktioniert. Ich hoffe, euch gefällt das Programm. Wie gesagt, ihr könnt auch jetzt gerne unter diesem YouTube-Video kommentieren, wenn ihr euch noch irgendwas anderes vorgestellt habt. Bis zum nächsten Video, OpenSUSE Screencast.